Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu einem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich mal etwas anderes. Es ist zwar ein Unboxing, aber eins, das ich bisher noch nie hatte und wahrscheinlich auch nie wieder haben werde. Ich weiß es noch nicht. Und zwar habe ich von unserer Parfümerie Schubak eine Wundertüte gekauft. Und was da so drin ist, das schauen wir uns gemeinsam nach dem Intro an. So, also kurz ein paar Rahmendaten. Ich meine, die Parfümerie Schubak gibt es, glaube ich, auch in diversen Orten. Wir haben direkt einen Ort, leider keinen Douglas, sondern nur Schubak. Und seit Wochen oder Monaten renne ich immer wieder an diesem Laden vorbei und sehe immer wieder diese Wundertüten draußen stehen. Es gibt kleine für Mädchen, also die Girls Edition für, glaube ich, 9,99 Euro. Und es gibt die große für 12,95 Euro. Ich habe keinen blassen Dunst, was da drin ist. Sie ist sehr schwer. Wir packen sie jetzt einfach mal gemeinsam aus. So, die hat hier oben so ein schönes Schleifchen. Machen wir mal auf. Meine Tochter ist natürlich auch voll drauf abgefahren. Oh, Schultüte, bla. So, wir öffnen das und wir greifen einfach blind hinein. Ich lege die mal so vor mich hin. Okay, oh Gott, da ist ein Tuch drin. Aber kein schönes. Ah, ein ganz großes Tuch. Boah, die Farben finde ich echt schwierig. Echt schwierig. Ein bisschen altbacken. Aber es ist ein verdammt großes Tuch. Ich glaube, also, das ist mit Gold. Schaut euch das mal an. Das ist so, hier sind so Goldflecken drin. Das peppt das Ganze schon ein bisschen auf. Aber die Farben sind nicht so meins. Bin ich jetzt ehrlich. Da hätte ich mir was Bunteres gewünscht. Aber das Tuch an sich ist schön. Es ist schön verarbeitet und ist ein tolles Halstuch. Mal gucken. Vielleicht behalte ich es, vielleicht frage ich mal meine Schwiegermama, ob sie das haben möchte. Ja, eigentlich so, gar nicht übel. Ja. Ja, doch, je länger ich es angucke, umso besser finde ich es eigentlich. Ja, doch, doch, doch. Also, das ist Nummer 1. Ich weiß zwar nicht, was das mit einer Parfümerie zu tun hat, aber gut, weiter geht's. Wir haben einen Duschpuffel. Kann man immer mal wieder gebrauchen. Man sollte die ja auch regelmäßig wechseln, zwecks Keime und so weiter. Das ist gut fürs Peeling. Mein Mann nutzt so einen Puffel ganz gerne. Vielleicht braucht er einen neuen. Ich frage ihn einfach mal. Ja, weiter geht's. Eine kleine Tube. Oh, Just For You. Hand and Nail Cream mit Rosebud. Das ist Rosebud. Was ist das? Rosenknospen? We are in this together, steht drauf. Okay, die teste ich. Ich liebe Handcremes. Und ich mag die in diesen Tuben mit den Verschlüssen. Ich weiß nicht, da habe ich gerade irgendwie ein totales Faible für. Die riecht gut. Ja, ganz normale Handcreme-Konsistenz. Ja, sie riecht nach Rose. Angenehm. Ja, doch. Fühlt sich so auch gar nicht schlecht an. Reichhaltig. Ja, der Duft ist angenehm. Ist ein zarter, blumiger Duft. Nicht zu süß, also eigentlich fast gar nicht süß, finde ich. Moa. Hat auch mal was von Minze, so ein bisschen im Abgang, was Minziges. Was steht denn hier? Steht überhaupt irgendwas? Bla bla. Glycerin. Stearate, PEGs. Ah, da sind PEGs drin. Citral, bla bla bla. Steht hier auch irgendwas? Shea ist drin, das ist ganz okay. Aber so blumentechnisch steht hier gar nichts. Ich sehe jetzt hier keine Angabe über irgendwelche Blümchen. Also wahrscheinlich ist der Duft rein chemisch erzeugt und sind keine echten Blümchen drin. Das ist schade, aber die Handcreme fühlt sich trotzdem ganz gut an. Wir gucken weiter. Jetzt kommt schon das letzte Produkt. Von Just For You Body Lotion mit Rosebud. You make my heart sing. Da haben wir 200 Milliliter. Das ist, finde ich, eine schöne Größe. Kann man gut aufbrauchen. Ich teste die gleich mal. Wobei, die ist noch zu. Ach, was soll's. So schnell wird die schon nicht schlecht. So schnell wird die schon nicht schlecht. Einmal Puff auf den Arm. So, aha, ich habe schon wieder ein bisschen rote Schulter. Sonne. Okay. Testen. Ja, die Bodylotion riecht genauso wie die Handcreme.
Fühlt sich gut an. Reich, also reichhaltig, nicht zu reichhaltig. Lässt sich gut verteilen. Klebt nicht wirklich. Und ein angenehmer Duft. Und ich glaube, die zieht gut weg. Okay. Also, wir haben 4 Produkte in dieser Wundertüte. Wir haben die beiden, den Puffel und das Halstuch. Was die Sachen wert sind, habe ich keine Ahnung, ob ich das recherchieren kann oder nicht. Wenn ja, dann habe ich euch die Preise eingeblendet. Bin ich zufrieden damit? Ich habe keine Ahnung. Es wird sich zeigen, ob die Produkte was taugen. Würde ich mir die Wundertüte nochmal kaufen? Ich glaube nicht. So toll sind die Sachen jetzt nicht. Aber es war mal eine nette Abwechslung. Was sagt ihr zu dieser Wundertüte? Das Video ist äußerst kurz. Ja, 12,95 gerechtfertigt, ja oder nein? Wie findet ihr dieses Tuch? Altbacken oder genau im Trend? Was meint ihr? Ich bin unschlüssig. Dann danke ich euch sehr fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, eure Biene. Tschüss.